Der erfolgreichste Popstar der Schweiz feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum und tut das, was er am liebsten tut. Er begeistert mit seiner neuen Mysterial-Show und einer Zeitreise, die mehr ist als ein musikalischer Rückblick. DJ Bobo erblickt 1968 in Kölliken als Peter Röne Baumann das Licht der Welt. Nach einer Bäcker-Konditorlehre setzt er auf die Karte Musik. 1993 katapultiert sich Bobo aus dem Nichts auf die internationale Showbühne. Trotz Plagiat und allen Unkenrufen zum Trotz bleibt er ganz oben. Startet durch, sticht aus der Eurodance-Welle hervor mit einem Gesamtpaket aus Musik und Show. Der Plattenleger Bobo, fachmännischer DJ genannt, ist derzeit eine der größten Größen im schweizerischen Unterhaltungsgeschäft, die auch im Ausland gefragt ist. Der Aargauer verkauft bis heute über 15 Millionen Tonträger, sammelt Edelmetall und unzählige Preise. DJ Bobo. I'm very proud to be here tonight and to win the 10th World Music Award. Mitte der 90er Jahre, der Ritterschlag. DJ Bobo tritt im Vorprogramm der History Tour seines Vorbilds Michael Jackson auf. Und nimmt die damals noch unbekannten Backstreet Boys mit auf Europa-Tour. Es ist viele, viele Jahre her, als wir uns das erste Mal in Europa trafen. Da stand ich neben der Bühne und schaute dir und deinen Tänzern zu. Dabei dachte ich, eines Tages will ich selber eine solch große Show haben. Und durch unsere Fans wurde dieser Traum wahr. Wir danken dir für die Inspiration. Peace, have a good night, man. Mit dem Abebben der Eurodance-Welle wechselt DJ Bobo sein Image. Die Haare werden kürzer, er beginnt zu singen und setzt den Schwerpunkt mehr und mehr auf seine Shows. Im neuen Jahrtausend chartet er mit einem Lieblingstitel aus seiner Jugend. Mit der 80er-Ikone Irene Cara. ...2003 kommt sein größter Hit. Chihuahua. Der Song Chihuahua von DJ Bobo verbreitete sich wie ein Lauffeuer und wurde zum Mega-Sommerhit. Der Song für einen Werbespot mausert sich zum Welthit. Nach dem Hoch folgt 2007 der dunkelste Tag. Bobo startet als Top-Favorit beim Eurovision Song Contest und scheitert. Wir sind tatsächlich draußen. Das hätte ich jetzt absolut für unmöglich gehalten. Aber der Eurovision Song Contest kennt seine eigenen Gesetze. Wie Phönix aus der Asche steigt DJ Bobo treffsicher zu neuen Höhenflügen. Er erfindet sich von Show zu Show immer wieder neu, begeistert Hunderttausende. DJ Bobo, die personifizierte Vielfalt, ein Phänomen. Ein Gesamtpaket aus Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, Perfektion und Sympathie. Ein Entertainer und Weltstar mit Bodenhaftung. Und auch der Laudator für den grossartigen DJ Bobo, der war in den Charts, allerdings als Fußballspieler und Trainer. Er ist mehrfacher Meister und Cupsieger und als Jurypartner bei den grössten Schweizer Talenten ein guter Freund wurde vom DJ Bobo. Ich persönlich finde ihn den sympathischsten Co-Kommentator ever, mit viel Fußball im Herz, aber auch Musik. Einen grossen Applaus für den Gilbert Gress. Guten Abend, guten Abend. Er ist ein Phänomen. Er ist ein Perfektionist, der seine Musik in die ganze Welt getragen hat. Er hat eine unglaubliche Karriere hingelegt. Schwierigkeiten und Tiefschläge weggesteckt. Ich habe das Glück gehabt, ihn im Theater 11
persönlich kennenzulernen. Er ist vor allem ein wunderbarer Mensch. Eine Anekdote. Wir waren voll im Stress damals für die Schweizer, größte Schweizer Talente. Und aber im Eingang war ein junger Mann in seinem Rollstuhl und er wollte mit seinem Idol ein Selfie machen. Er möchte nicht stören, ein paar Sekunden ja nur. Und sein Idol geht zu ihm runter und aus diesem Selfie kam ein Gespräch, ein langes Gespräch. Und wie länger das dauert, wie mehr haben die Augen von diesem jungen Mann im Rollstuhl geglitzert. Er hat sich Zeit genommen, um mit diesem jungen Mann in seinem Rollstuhl sich zu unterhalten. Die Menschen lieben ihn, weil er die Menschen liebt. Und dann haben wir etwas Gemeinsames. Wir lieben beide den Fußball. Hätten wir uns früher kennengelernt, hätte ich aus ihm einen Weltstar gemacht. So ein Lionel Messi bis. Aber, auf dem Fußballplatz gibt es ja nur ein Lionel Messi. Und auf der Bühne gibt es ja nur ein DJ Bobo. Ich warte auf Sie. Es ist für mich eine große Ehre, diesen Preis von der Swiss Music Awards Ihnen zu übergeben. Es ist zuerst einmal ein Dankeschön für das alles, was Sie gemacht haben für die Schweizer Musik. Und es ist aber eine Ehrung für das alles, was Sie ja hingekriegt haben. Danke. Herzlichen Dank. Merci vielmals. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich extrem über den Preis, weil es ist ein sehr seltener Moment, dass ich eine Dankesrede halte auf Schweizerdeutsch. Ein wunderschönes Gefühl. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem ganzen Team, weil seit vielen Jahren habe ich das gleiche Team mit mir zusammen, wo der verrückte Weg, den wir eingeschlagen haben, mit mir zusammen geht. Herzlichen Dank dem ganzen Team und einen grossen Dank, den grössten Dank an euch allen für die Unterstützung in diesen vielen Jahren. Und, Achtung, angefangen hat alles 1995 hier im Hallenstadion. Wir sind nicht ganz sicher, ob es das erste oder das zweite Konzert war. Ich war in der Garderobe. Ich war nervös. Es war noch das alte Hallenstadion mit den Holztribünen. Und plötzlich klopft es an die Tür der Garderobe. Ich sage, Moment noch, ich bin noch nicht ganz parat. Wir brauchen noch 2-3 Minuten. Es klopft wieder. Ich sage, ich komme. Was ist denn jetzt schon? Wir haben doch noch 5 Minuten. Steht vor der Tür Tina Turner. Und sagt, I love your song, everybody. Ich bin wie vom Blitz getroffen gewesen, bin auf die Bühne gegangen, hat tanzt, gerappt und gesungen, als wenn es kein Morgen mehr gäbe, um diese Frau zu beeindrucken, die einen grossen Teil von meinem Leben musikalisch mitgeprägt hat. Ich war auf dieser Bühne und durfte 2005 das neue Hallenstadion einweihen. Und jetzt, 2017, spielen wir das 19. Konzert hier im Hallenstadion. Und ich habe mir eins vorgenommen. Der Rekord ist noch vor uns. Der Elton John hat noch etwas mehr. Und ich höre dann auf, wenn wir den Rekord vom Elton John geschlagen haben.
Merci vielmals!